Was geht ab, meine Nafris? Mein Name ist Sofian. Ich darf euch wieder herzlich begrüßen zu einem neuen Video. Und zwar geht es heute um Farid Bang. Ganz genau, Farid Bang ist mit seiner zweiten Single zu Asphalt Massacre 4 am Start, namens Jemand. Wie wir wissen, war der erste Song ein Intro, wo es diese ganze Dramatik darum gab, ob Shindy diesen Song geleakt hat, hat es Farid vorausgesehen oder hat er einfach nur gut reagiert. Nichtsdestotrotz stellen wir fest, dass dies jetzt der erste offizielle AM4-Song ist. Meine Erwartungen sind natürlich sehr, sehr groß. Es ist gerade mitten in der Promophase, aber wir wissen ganz genau, bei AM war schon immer der Fall, dass es darum geht, dass die Musik in die Fresse geht und der ein oder andere zur Rechenschaft gezogen wird. Und genau deswegen schauen wir rein in Jemand. Let's go. Diese epischen Trainer, ne? Die kommen einfach geil, meiner Meinung nach. Das ist ja auch eine spezielle Sache, die Farid hier macht, bevor wir richtig in den Track reingehen, okay? So, my friend, zur Feier des Tages vom Michi verkünden wir auch, dass wir auf Tour gehen. Bobby, Capo und ich, die Goodfellas Tour. Tickets und die Städte findet ihr jetzt unter diesem Link. Kommt vorbei, Leute, ich zähle auf euch und ich freue mich, euch wiederzusehen. Ich hoffe, dass ich bis dahin immer noch so schön braun bin. Das fing ja schon damit an, da sagte er so, ne, Michi, Michi hier, Michi da. Er wusste aber ganz genau nicht, was der damit meint. Schau weiter. Yeah. So, meine lieben Freunde, jetzt muss ich mich auch schön schick machen, denn zu einem Geburtstag muss man natürlich immer gut ausschauen und frisch sein. Also Michi, bis gleich. Also, so wie ich das verstanden habe, hat Michi gestern Geburtstag gehabt, also Shindy, ne? Erstmal natürlich Gratulation an Shindy an dieser Stelle. Und anscheinend soll dieser Diss-Track ein Geburtstagsgeschenk an Shindy sein. Michi, alles Gute dir. Ich hoffe, du feierst auch gerade schön. Yeah. Früher niemand, heute jemand. Ist das die Fortsetzung von meinem Lieblings-Asphalt Massacre 3 Song? Digga, niemand hört. Diskutier es nicht mit mir! Diskutier nicht mit mir! AM3, niemand! Niemand wieder niemand sein! Badut! Red nicht mit mir! Niemand auf die 1! Das wusste ich gar nicht! Früher niemand. Ey, das jetzt, ey, stopp. Hold the show up. Das ist mein absoluter Lieblingssong von AM3. Digga, die Erwartungen sind jetzt einfach mal geisteskrank nach oben gegangen. Also jetzt mal ohne Spaß. Heute jemand. Shindy, für dich sieht die Scheiße aus, wenn du kein Sklave warst. Warum hat man dich freigekauft, ha? Warum hat man dich freigekauft, wenn du kein Sklave warst? Dabei seien sie zu dem Zeitpunkt nicht alleine gewesen. Bei dem Aufeinandertreffen waren die Forderungen am Mittelpunkt gewesen. Die Parteien haben sich folglich auf einen Beitrag geeinigt. Shindy habe angegeben, dass Arafat ihn nie körperlich angegriffen hätte. Zeuge nannte auch hier nochmal die Summe, die sich auf 1,2 oder 1,4 Millionen Euro belaufen haben soll. Ursprünglich sei mehr gefordert worden, man hat sich dann aber geeinigt. Heißt, Shindy hat sich selber oder von jemand anderen, man darf nur munkeln, weil das ist hier nicht komplett angegeben, wurde anscheinend, ne, das sind jetzt die Gespräche, die gelaufen sind, für 1,2 oder 1,4 Millionen Euro aus seinem Vertrag rausgekauft. Und da sagt wiederum Farid, wenn du kein Sklave warst, weil damit hatte auch ein anderer Rapper ihn gefrontet, ich glaube, das war K1. Der ihn damals als Sklave der Abu Chakas bezeichnet hatte, dass er sagt, wenn du kein Sklave warst, warum hat dich jemand anderes freigekauft, wie es bei den Sklaven damals üblich war? I like that one. Shindy, rede, nimm Stellung, mein Freund, du musst Stellung nehmen. Warum hat man dich freigekauft, da? Viel Geld an die Mafia-Clans gedrückt, bis wie eine Porta-Potti, dich haben ein paar Araber gefickt, da. Sie riefen dich Shindy, da. Ja, kein. Mach nicht so mit dem. Nicht Shindy, da. Komm. So, setz dich ins Café. Wir müssen nämlich mit dir reden.
Das ist nämlich, jetzt verstehe ich auch, guck mal, ich habe ja gefragt, wer hat ihn denn freigekauft? Und ihr wisst ganz genau, dass es damals, ich versuche hier akkurat zu sein mit dem, was ich sage, es gab damals nämlich Gerüchte, dass Shindy mit den El Zains nach Abu Chakas, nach der Zeit bei EGJ und Abu Chakas, Schutz von den El Zains gekriegt hat. Aber wir wollen auch hier keine falsche Information verbreiten. Nämlich genau das wurde 2019 berichtet. Shindy soll in Verbindung zum El Zain Clan stehen. Dennoch soll der Ausnahmekünstler nach wie vor nicht ganz unabhängig von der Clanstruktur in Deutschland sein. Zumindest die neuesten Aussagen von Kriminalreporter Peter Rosberg. In seinem Podcast erklärt der Reporter, der seine Informationen direkt von der Polizei und auch von der zeileninternen Quelle bezieht, dass der El Zain Clan ebenfalls in der Musikbusiness eingestiegen möchte. Und dafür soll sich Mahmoud El Zain, ehemals bekannt unter dem Namen der Präsident von Berlin, nur mit Shindy verbündet haben. Was mich überrascht hat, offenbar hat Herr El Zain ein neues Geschäftsfeld gefunden. Der Berliner Beamte, LKA-Beamte, wissen, dass er versucht, im Musikbusiness Fuß zu fassen. Ein Gebiet, das wir ja sonst von Protagonisten wie Arafat, Abu Chaka, Bushido und so kennen. Und offenbar ist es so, dass Mahmoud El Zain ein enges geschäftliches Verhältnis zu Shindy hat. Eieieiei. Aber ich muss noch mal eine Line hören, die ich habe nicht genau gehört. Für dich sieht es scheiße aus, wenn du kein Sklave warst. Warum hat man dich freigekauft? Viel Geld an die Mafia-Clans gedrückt, bist wie ne Porta-Potti, dich haben ein paar Araber gefickt. Porta-Potti? Das ist ein gottloser Vergleich. Das sind doch diese Dubai-Girls, ne, mit denen so die ganzen Typen aus Dubai da wirklich gottlose Sachen mit anstellen. Ich habe mal darüber ein Video gemacht. Es ist wirklich eine gottlose Geschichte. Ne? Also ekelhaft bis zum geht nicht mehr. Aber der Vergleich kommt halt einfach krass. Viel Geld an die Mafia-Clans gedrückt, bist wie ne Porta-Potti, dich haben ein paar Araber gefickt. Sie riefen dich Shindy da, ja Kalb, ja Wusser, ihr Nitsches, ja Hass. Nee! Mach nicht so mit dem, Farid! Mach bitte nicht so mit dem! Das Ding ist einfach geil aufgebaut. Ne? Wer erstmal ihn als Sklave da hinstellt, er wird freigekauft, dann von den Arabern auseinandergenommen, ne, bezieht sich auf 2019 Berichte und dann greift er halt einfach die Beleidigung oder die arabischen Beleidigungen auf, die halt auf TikTok einfach viral gegangen sind. Geil gemacht, muss man einfach sagen, kommt einfach heftig. Kalb, ja Wusser, ihr Nitsches, ja Hass. 6 Jahre wie ein Köter geduckt, doch bist ein kleiner Fisch, denn du hast den Köter geschluckt. Das ist Mucke für die Jungs aus Ghettos, ich ficke Shindys Mutter in der Vollmondstellung. Oh. Das ist natürlich das, was man erwartet hat, ne? Dass natürlich, dass dadurch, dass Shindy den ersten Stein geworfen, obwohl er hat er den ersten Stein geworfen, Farids damalige Zeilen gingen schon in diese Richtung, das muss man so sagen. Und wie gesagt, Shindy hat natürlich noch, glaube ich, eine Stufe höher gegangen und jetzt ist es das, was halt, ne, die ganze Szene schon gesagt hat, dass nach und nach Shindy halt das, ne, wieder zurückkriegt, was er in diesem Diss-Track verteilt hat. Muss man so sagen. Ich versuche, gerade wenn es in diese Richtung geht, natürlich nicht so eine explizite Reaktion zu haben. Auch wenn ich es vielleicht lyrisch feiern sollte, denke ich, wissen wir alle, was, wenn es darum geht, um Mutter-Disses und sowas, ne. Es ist jetzt einfach Part des Games, aber trotz allem, lass uns, ne? Shindy da, ja Kalb, ja Wusser, ihr Ninjas, ja Hass. 6 Jahre wie ein Köter geduckt, doch bist ein kleiner Fisch, denn du hast den Köter geschluckt. Das ist Mucke für die Jungs aus Ghettos, ich ficke Shindys Mutter in der Vollmondstellung. Du Nuttensohn bist jetzt halt in Liedern und unterhältst Arab-Families wie Al Jazeera, kein Album-Features. Das ist eine geile Line. Du unterhältst arabische Familien wie Al Jazeera. Oh mein Gott, das ist eine geile Line. Real Talk, das ist eine geile Line. Jeder weiß das. Der von der arabischen Familie, der Vater, was guckt er? Al Jazeera. Ne? Und er stellt halt einfach Shindy so, ja, wie so der Belustiger, der Entertainer, der kleine Entertainer der arabischen Familien. Du Nuttensohn bist jetzt halt in Liedern und unterhältst Arab-Families wie Al Jazeera. Kein Album-Features, keine Hit-Versuche. Du hast verbart doch das Gesicht von einer Insta-Hure. Schlag auf dein Gesicht, bis sich die Haut verfärbt. Asphalt-Massaker 4, alles außer Cher. Außer Cher, Junge, habt ihr das gehört? Gibt kein Cher mehr. Dieses Cher wurde nämlich gefickt.
Und Asphalt Massaker war immer schon kein Khair. Das müsst ihr euch merken, ihr Salame. Merkt euch das. Die Aussprache, würde ich sagen, ist ein bisschen, also, wie sagt er es? Dein Gesicht, bis sich die Haut verfärbt. Asphalt Massaker für alles außer Khair. Ja, die Aussprache ist ein bisschen, da hätte der ein bisschen mehr arabische Würze reinballern müssen, meiner Meinung nach. Khair. Khair, ja, Maniac, Khair. So, aber ansonsten, Top 16er meiner Meinung nach. Geil aufgebaut, frontet ziemlich heftig, nimmt Shindy, sodass diese Credits, die er sich in Free Spirit durchgerappt hat, indem er sich auf die Ebene von Kolle und Farid setzt und sagt, komm, ich gegen euch, ne, das Battle. Das lässt Farid einfach mit diesen Zeilen nicht zu. Er sagt, nein, du hast nicht die Karriere gehabt, um uns Auge um Auge zu sehen, ne. Du warst der Sklave der arabischen Familie. Oh mein Gott, Digga. Junge! Asphalt-Massaker für alles außer Khair. German Dream 2007er Ära. Wir sind aufgewachsen mit Shisha und Kebab. In der Zeitung bin ich wieder das Thema. Ich hab es geschafft, von niemand zum jemand. Ich wurde von niemand zu jemand. JBG, ich war nur im Team mit Kollega. Uns zu unterschätzen war ein riesiger Fehler. Ich hab's geschafft, von niemand zum jemand. Asphalt-Massaker. Kommt geil, kommt geil. Kommt geil, muss man so sagen. Mir gefällt einfach zurzeit, in welche Richtung sich Deutschrap wieder bewegt. Weil das ist der Punkt, ist, Leute haben immer angezweifelt, ey, was ist denn, warum funktionieren die Disses nicht? Warum funktionieren die Fronts nicht? Warum dies, warum das? Erstens, es gibt vielerlei Gründe. Erstens ist, weil die nie bedeutsam waren. Ne? Im großen Deutschrap-Kosmos gab es immer Storylines, die immer relevant waren und die sozusagen wie ein Strang verlaufen sind. So, und wir sind da irgendwann von diesem Strang komplett weggekommen. Warum? Weil Disses denen zensiert wurden, Beefs haben nicht mehr existiert, arabische Familien haben sich überall eingemischt. Und es wurde immer Khair, ne, wie er gesagt hat, Khair, 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 Khair. Und dieses Khair hat das Geschäft gefickt, muss man so sagen, hat einfach das Geschäft gefickt. So. Und mittlerweile die Tatsache, dass auch einfach gewisse Sachen, ne, das muss man einfach Shindy zugute halten. Dass er, die sich die Eier genommen hat, sozusagen, ich werde die beiden jetzt dissen, ne, und ein Feuer wieder entfachen, so. Und vielleicht nehme ich hier, und mit dem Risiko, dass er hier Schaden nimmt, mit dem Risiko, dass er vielleicht durch den Kakao gezogen wurde, ne, hat er einfach wieder den Leuten in diesem Game wieder Begeisterung gebracht, ne, mit der Tatsache, dass Farid, dass wir jetzt wieder Farid so hören. Dass Farid wieder so reingeht. Dass Kolle teilweise eine geile Promophase gehabt hat. Dass Bushido gedisst hat. Dass Papi gedisst hat. Ne? Wir merken, wer Deutschrap richtig loslegt, gibt es kaum eine Art der Szene oder sonst was, das vergleichbar damit ist. Muss man einfach so sagen. So, und das sage ich dafür, da hat Shindy meinen persönlichen Respekt. Weil er wusste, als er den Upload-Button gedrückt hat, auf YouTube, wusste er, das wird kommen. Und nein, das kann ich nicht sagen. Das ist, ich wollte gerade sagen, Farid ist gekommen. Nein! Ich schau um Kebab. In der Zeitung bin ich wieder das Thema. Ich hab es geschafft, von niemand zu jemand. Ich wurde von niemand zu jemand. JBG, ich war nur im Team mit Kollegen. Uns zu unterschätzen war ein riesiger Fehler. Ich hab's geschafft, von niemand zu jemand. Asphalt-Massaker, es wiederholt sich etwas. Ansagen auf TikTok von Shisha-Kohle-Wechseln. Schieß ich rot den Rapper, ich bin strahl. Junge, davon kann sich jeder angesprochen wollen. Habt ihr mich verstanden, ihr Shisha-Kohle-Wechsler? Vergiss nicht, wer ihr seid. Habt ihr das verstanden? Ist ganz stark von Farid, dass er mal gegen diese Leute schießt. Die haben, ne, sehr offensichtlich geworden. Was Ansagen auf TikTok von Shisha-Kohle-Wechslern? Schieß dich rot den Rapper, ich bin Straftäter. Du kriegst kaum Luft beim Universum-Kampf wie Darth Vader. Du kriegst kaum Luft beim Universum-Kampf? Ey, yo! Na! Ist er dir der Duisburger Rapper? Farid auf die Eins, Junge! Farid auf die Eins, Junge! Weil ich überlege, der beim Universumkampf gekämpft hat und der jetzt dafür bekannt gewesen ist, kaum Luft gehabt zu haben in seinem Kampf, das war definitiv der Duisburger Rapper. Oder der andere, ne? Also Bösemann. Es ist entweder der Duisburger Rapper oder Bösemann. Es ist einer von beiden, das auf jeden Fall.
Er holt sich etwas, Ansagen auf TikTok von Shisha-Kohle-Wechseln. Schieß dich rot, den Rapper, ich bin Straftäter. Du kriegst kaum Luft beim Universum-Kampf wie Darth Vader. Ich trainiere Backfist am Baum und reiß diesem Tilo seine Extensions raus. Was am Sextoy gesaugt, stehst vor der enttäuschten Crowd. Tilo sieht von hinten wie meine Ex-Freundin aus. Er hat Ja, das ist ja aber auch Tilo ist natürlich sehr, sehr, hat ja auch deine History mit Farid. Den kann man meiner Meinung nach richtig gut mitnehmen. Aber wenn wir auch abseits von diesem Track reden, die Entwicklung von Tilo, ich hatte ja auch meine Differenzen mit ihm, ne? Ich fürchte ja bis jetzt heute noch, dass das passiert. Aber die Entwicklung von Tilo finde ich persönlich sehr traurig, ne? Von einem, der wirklich im Rap-Game, ne, ziemlich von jetzt auf null, von 0 auf 100 die Streaming-Zahlen, die Streaming-Charts übernommen hat, von dem du nur noch Videos siehst, wie er stark alkoholisiert ist. Eine komische Aktion nach der nächsten. Drogenprobleme hier, Drogenprobleme da. Und einfach nur noch ein Wrack ist. Wo ich mir denke, deine Karriere hat doch gerade erst angefangen. Sie hat doch gerade erst angefangen. So. Und da, du spielst, du wirkst schon wie jemand, der 15 Jahre im Game gewesen ist und dessen Drogenprobleme jetzt schon die Auswirkungen haben. Versteht ihr? Ich weiß nicht, also ich sehe sowas nicht gerne, ne, trotz Differenzen und solche Geschichten finde ich sowas einfach traurig zu sehen. Und dementsprechend, ich finde, der Junge braucht einfach Hilfe. Ne, also wirklich. Ich räum in Rap Deutschland auf und geh mit Machete auf den Drecksäufer drauf. Dass kein Penner sich traut, gegen mich zu kämpfen, steht euch auf der Stirn geschrieben wie bei TikTok-Matches. Shindy und Tilo, ich fick eure Rap-Hits. Ihr macht nur Adlibs bei euren Splash-Gigs. Blaue French Nails passen zum Bentley. Und hab ich Fake Beef, dann ist es Plant-Based. German Dream 2007er Ära. Wir sind aufgewachsen mit Shisha und Kebab. Das war ein geiler Song, muss man so sagen. Das hat gehittet. Das ist eigentlich Farid, von dem wir immer, mit dem wir immer gewollt haben. Das ist auch die so einfach aus dem Nichts kommen. Dass kein Rapper sich traut, gegen mich zu kämpfen. Ich gehe mit Machete auf den Drecksäufer drauf, dass kein Rapper sich traut, gegen mich zu kämpfen. Steht auf der Stirn geschrieben wie bei TikTok-Matches. Shinny und Tilo, ich fick eure Rips. Ich mach nur Adlibs bei euren Splash-Clips. Auch geile Line. Auch ein nicer Front. Einfach durchgängig heftig. Einfach durchgängig hart. Ne? Real Talk. Durchgängig hart. Diese Tracks, die, wo du denkst, ey, hier gibt es gar, hier hörst du eigentlich einen Künstler, ne, wenn er einen Text schreibt, wie ohne irgendwas zu befürchten, dass es zensiert wird, dass es nicht ab 18 gestellt wird, das ist so nicht, das ist so nicht, das ist so nicht, sondern einfach, dass der Track, ne, so wie er geschrieben wurde, so mit der bösesten Intention, die ein Künstler hat, gegenüber einem anderen Künstler, natürlich im Sportlichen, dass das auf im Studio aufgenommen wird und dann abgegeben wird und sobald dabei rauskommt. So hört sich für mich dieser Track an. So. Und hab ich Fake Beef, dann ist es Plant-Based. German Dream 2007er Ära. Wir sind aufgewachsen mit Shisha und Kebab. In der Zeitung bin ich wieder das Thema. Ich hab es geschafft, von niemand zu jemand. Ah, ich wurde von niemand zu jemand. JBG, ich war nur im Team mit Kollegen. Uns zu unterschätzen war ein riesiger Fehler. Ich hab's geschafft, von niemand zu jemand. Das war Farid Bang, jemand. Lasst mal gerne eure Meinung in den Kommentaren da, was ihr von dem Song gehalten habt. War es für euch Asphalt Massaker? War es für euch ein würdiger Nachfolger zu Niemand? Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal.